Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, 28. Juli. Wir wollen uns hier den Markt wieder anschauen und speziell den FX-Markt natürlich, der sich hier heute wieder sehr, sehr interessant zeigt. Wir sehen hier starke Bewegungen. Das ist einerseits ja, schön für den Markt, aber andererseits für uns Europäer, die hier dann zwischen 7, 8, 9 Uhr sozusagen in den Markt strömen. Dann natürlich wenig förderlich, wenn hier schon die Ranges größtenteils abgearbeitet sind. Beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, den wir heute in den Fokus nehmen wollen, haben wir hier mit 70 Pips bislang Tagesrange schon relativ viel abgearbeitet. Aber das Paar erscheint dennoch interessant. Darum nehmen wir uns das heute hier nochmals in den Fokus. Nachdem wir letzte Woche auch schon mal drauf schauten im Sinne der Leitzinssenkung, die hier nicht zu einem, ja, fast schon erwarteten Sell-off führten. Nein, der Neuseeland-Dollar konnte sich hier etablieren und stabilisieren. Und dies nicht von ungefähr, denn wenn wir uns hier diesen Chart auf Wochenbasis anschauen und hier bis ins Jahr 2009 zurückgehen, haben wir hier diese Horizontalzone 0,65, 50, 0,65, 70, roundabout, plus minus 10, 20 Pips. Auf jeden Fall, diese Zone hat hier im Jahr 2009 und hier mit dem Rücksetzern im Jahr 2010 eine gewisse Relevanz bewiesen, die hier aktuell auch auf Wochenbasis eine definitive Bestätigung erfährt. Wir sehen hier sehr schön, wie mit der Schwäche hier von in den Juli hinein bis in den Mitte Juli praktisch hier dieses Niveau rigoros angelaufen wurde. Dann hier in der Vorwoche schon eine Stabilisierung und jetzt hier eine positive Tendenz. Das ist sehr, sehr interessant. Wir können uns auch mal erlauben, hier mit einer schrägen Trendlinie mal grob auf Wochenbasis hier so eine Abwärtstrend zu skizzieren. Hierzu versuchen wir grob die Punkte der letzten Bewegungshoch zu erfassen. Hier ist es mir wichtig, dass ich relativ viele Auflagepunkte erwische und nicht unbedingt die markanten Hochs und Tiefs. Zeigt aber auch hier an, dass wir natürlich übergeordnet im Abwärtstrend stecken, aber hier eine unmittelbar interessante Situation vorausliegen haben. Da kommen wir jetzt auch schon zum Tageschart. Hier die Annahme der jüngsten Zeit. Es ging darum, dass der Neuseeland-Dollar hier im Bereich 0,65, 50, 0,65, 70, wie gesagt, eine Stabilisierung erfährt. Das geschah auch prompt und jetzt ist das Währungspaar hier von diesem Bereich ausgehend eben in einem Erholungsimpuls, den wir tendenziell schon in der letzten Woche auch gesehen hatten, also erwartet hatten vielmehr, dass der Markt hier in Richtung 0,6735 läuft und das dürfte diese Woche passieren. Wir haben morgen Fed-Tag, das wissen Sie, das wird spannend. Das dürfte hier auch natürlich dann natürlich zu Ausschlägen führen, wenngleich nicht in der Art wie beispielsweise beim Euro-US-Dollar oder British Pfund. Aber Neuseeland-US-Dollar dürfte auch hier einen Einfluss erfahren. Und da gilt es mal darauf zu achten, was der Markt macht, wenn wir hier einen Anlauf in dieses Niveau um 0,6735 starten. Kommen wir hier mit der Kerze sozusagen in diesen Bereich und haben hier eine Art Shooting Star-Umkehrkerze. Dann ist es durchaus annehmbar, dass der Markt hier dann natürlich eine entsprechende Abwärtsbewegung forciert und hier neue Mehrjahrestiefs auswirft, die dann sogar hier 0,63, 0,6350 wäre hier die untere Trendlinie, vielmehr 0,6125 sogar vorauswerfen. Das wäre hier eine tendenzielle Möglichkeit, die sich hier mal nicht von ungefähr darstellt, dass der Neuseeland-Dollar dann dieses Niveau eben vollzieht. Die Frage ist eben nur, ob es passiert in diesem Umfang. Muss ich nochmal direkt ein Tool hochladen. Oder eben nicht. Summa summarum kann man sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Neuseeland-Dollar dieses Niveau hier ansteuert. Dann Widerstandslevel und dann muss ich zeigen, was passiert. Wenn wir darüber hinaus ansteigen sollten, also der Neuseeland-Dollar hier nicht zur Schwäche neigt, dann muss man davon ausgehen, dass es hier durchaus dazu kommen könnte, dass es hier einen Ausbruch auf der Oberseite gibt und im Vorfeld dieser starken Abwärtsbewegung, dieser ja mehrjährigen Abwertung ja schon viel mehr, kann es dann sehr interessant werden, was sich hier auf der Oberseite tut. Ja, das wäre natürlich eine Situation. Wir müssen natürlich genau aufpassen, was der US-Dollar-Index selbst macht, aber wenn wir uns mal den RSI auf Tagesbasis hier zu Gemüte führen, dann sehen wir hier schon ganz, also schon länger, ganz, ganz starke Divergenzen, die im Übrigen hier schon im Vorfeld der Zinssitzung einen gewissen Impuls auf der Oberseite versprachen. Und ja, jetzt sehen wir hier, dass die Preisstabilisierung weiter Einzug hält. Und selbst wenn es hier nochmal Rücksetzer in diese Zone geben würde, kann man drauf oder sollte man darauf aufpassen, wenn das Paar wieder nach oben schnippt und es hier eben zum Ausbruch auf der Oberseite kommt, dass der Markt dann hier spezielles Niveau 0,68, das wäre der EMA 50, 0,6815. Wenn wir darüber rausziehen, dann ergibt sich hier kurzfristig relativ schnell weiteres Aufwärtspotenzial, was dann hier für einige 100 Pips gut sein kann. Da wäre hier zu nennen die Marke 0,71, 0,72, diese Zone hier in jedem Fall als erstes
Ziel, sofern der Markt hier nach oben rausdreht. Das skizzieren wir mal wie folgt. Mache hier mal eine blaue Strichtendenz draus, weil Fed ist ein Stück weit Pokerspiel. Aber gesetzter Fall, der Markt zieht hier nach oben raus, dann haben wir hier sicherlich gute Chancen, entsprechende Aufwärtsimpulse zu sehen. Intraday heute in Neuseeland oder US-Dollar, aber auch interessant, das mal zur Tagesbasis. Wie gesagt, wir sind 67 Pips bislang gelaufen, haben hier auf Horizontalebene allerdings ein Cluster-Level. Können wir uns mal hier sozusagen hervorheben. Und da stehen wir natürlich jetzt unmittelbar bevor. Da steht jetzt die Frage im Raum, ob wir direkt durchziehen können, aufgrund dessen, dass die Range ausgereizt ist mit 67 Pips. Im Schnitt bewegt sich das Paar um die, ja, 70 Pips, 75 Pips. Das heißt, was soll heute noch passieren? 5 Pips mehr und dann Schluss. Also rein technisch kann man hier eher von einer Konsolidierung ausgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute hier deutlich über 0,6675 rausziehen. Dann wäre natürlich 77,10 Resistant Point 3 vom Pivotpunkt ausgehend denkbar. Dann hätten wir auch hier auf diesem Niveau leichte Horizontalwiderstände. Scheint mir aber für heute fast nicht möglich. Ich würde also eher hier eine Konsolidierung präferieren. Hier mit Blick auf den Stundenchart lässt sich auch eine schöne Aufwärtsstruktur erkennen, die man hier sogar grob mal mit so einer Aufwärtstrendlinie einfangen kann. Tendenz also hier nach oben gerichtet. Zudem, wenn wir hier auch noch die letzten Bewegungshochs nochmal dazu nehmen, dann haben wir sogar hier ein sich öffnendes Dreieck sozusagen. Das ist natürlich hier per se eine Indikation dafür, dass die Volatilität durchaus zunehmen darf, durchaus zunehmen kann. Das wird mal spannend, wie es passiert. Wir schauen jetzt nochmal kurz auf den Intraday-Chart im 15 Neuseeland oder US-Dollar in Sachen, wie geht es denn hier weiter. Hier sehen wir die heute Momentumskerze. Direkt mit dem Start in den neuen Tag ging es hier aufwärts. Asia Range 74 Pips. Da ist im Prinzip alles gelaufen schon. Und hier eben Rücksetzer denkbar vor Tageshoch. Hier könnte es nochmal interessant werden. 0,6640, wenn wir uns hier sozusagen stabilisieren, dann wäre hier eine Chance gegeben in Richtung Average True Range High vor Wochen hoch. Ja, das wäre schon dann das höchste der Gefühle, aber Rücksätze könnten hier Intraday-Kaufgelegenheiten sein. Ansonsten auf Tagesbasis, wie gesagt, das Level von 0,6730, das ist hier oben im Auge behalten, das könnte interessant werden. Wenn es wieder erwartenden starken Ausverkauf gäbe, dann wäre hier unterhalb des Pivot Points heute, unterhalb des ADR-Lows 0,6603, also nehmen wir die runde Nummer 0,66, haben wir direkt das Support-Level der Nacht. Wenn wir da runtergehen, dann kann es natürlich relativ zügig wieder gen Süden gehen, sehe ich aber aktuell nicht unbedingt als präferiertes Szenario. Insofern Neuseeland oder Österreich im Auge behalten, sicherlich interessant. Nachher schauen wir uns nochmal den DAX an und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche noch einen guten Handelstag und wenn Sie mögen, bis morgen. Ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer.